Hello everyone, welcome back to a new vlog of Globe Pravasi. Today we will visit Hermannsgrund Vineyards in Dettelbach. Dettelbach is a small town in the lower Franconia region of Bavaria. Check out their website in the description box below. And we have reached the destination. Here comes Mr. Hermann with his tractor and special trailer to collect the hand-picked grapes. Here are the friends and family members who came here together to pluck the grapes for Mr. Hermann. Dass man sich verletzt, da muss man aufpassen. Ich habe immer Hansaplast und so. Now the container will be filled with the collected grapes. You can do it by your own arm. Now they will empty the containers into the trailer. Hey man, wie geht das? Ja, das ist, Rebzeilen. Das ist eine Sade. Wir sind jetzt gerade die Endreife, die Reife der Trauben ist jetzt erreicht und wir sind jetzt mit Leuten rausgehen und die Reben runterschneiden mit Scheren. Das habe ich in der Masenheuer. Wir haben heuer ein bisschen also Frostschaden, das sehen Sie ja da an den Trauben. Das sind kleine Trauben heuer, aber nichtsdestotrotz, sie müssen auch runterkommen. Und dann tun wir dann alles, was an Trauben, tun wir dann reinlesen. Und dann fahren wir, wenn wir das fertig haben, fahren wir heim und das dann pressen. Das heißt, den Saft gewinnen. Und so ist der Hüben und drüben sind dann Leute mit einer Zeile, einer Hüben, einer drüben und dann vergessen wir keine Traube. Was ist die Geschichte des Weingutes? Ja, also wenn man das jetzt generationenbedingt sagt, sind wir die vierte Generation mit den Namen. Wir waren aber eigentlich schon immer in Dettelbach, also die Ortschaft heißt Dettelbach. Hier waren wir eigentlich immer schon. Hier nur unter einem anderen Namen, das war damals Burkhardt. Und wir sind jetzt vier Generationen Göb. Also wir haben so das Weingut, jetzt vier Generationen, das sind ungefähr 100 Jahre, sind Weingut Göb. Ah, okay. Betrieb Göb. Und vorher hat es dann Burkhardt geheißen. Aber durch eine Heirat ist dann der Name zusätzlich gewesen. Ah, okay. Welche Trauben werden in diesem Weinberg eingebaut? Das ist die Rebsorte, nennt sich Müller-Thurgau. Ist eine frühreife Rebsorte, hat einen Muskatgeschmack. Und hat normalerweise große Trauben, aber Sie sehen es ja selber jetzt, durch den Frost sind sie kleine Trauben, aber wir müssen auch das lesen, weil auch das gibt ein bisschen Brühe. Ja, wir müssen heuer alles mitnehmen, was wir vielleicht in manchen anderen Jahren verschmähen. Okay. Weil das die Rebsorte heißt Müller-Thurgau. Okay. Haben die Weine eine Mischung?
Ja, also beim Rotwein, beim Rotling, diese Mischung, das ist dann so ein Schillerwein, also so hat ein wenig so eine rote Farbe. Und das ist eine Mischung und da ist meist bei uns Müller-Thurgau und Spätburgunder drin. Okay. Ansonsten haben wir keine Cuvées und keinen Verschnitt. Okay. Und was jetzt wir, die sind auch Weißwein? Oder? Das ist Weißwein, jawohl. Das sind alles weiße Trauben. Sehen Sie hier, der Großteil sind weiße Trauben und es gibt auch einen Weißwein. Welche Weine haben die höchsten Alkoholteil? Generell, also von der Historie her, die Rotweine. Die Rotweine haben immer zwischen 12 und 13 Volumenprozent Alkohol. Da kommen bei uns, bei der Weißweine kommen da eigentlich nur die Spätlesen, Auslesen ran. Aber vom Alkoholgehalt generell kommt der Rotwein an mit der höchsten Alkoholzahl. Und mit welchem Essen würden Sie diesen Wein kombinieren? Das kann man verschieden. Das kann man zu Fisch, weil es eine schöne Frucht hat, zum Fisch. Man kann es aber auch zum Braten, zum Schweinebraten zum Beispiel. Lende kann man den Müller-Thurgau trinken. Bei Rind kann man, also ist meistens ein bisschen schwerer, kann man dann einen Rotwein dazu trinken. Mit den Vegetarisch geht gar nichts, oder? Geht auch auf jeden Fall. Wein können Sie in jeder Lebenslauche trinken. Also Sie können das zu Käse, Käse und Wein passt hervorragend zusammen. Ja. Ja. Welche Temperatur empfehlen Sie, um diesen Wein zu servieren? Ja, das ist beim Weißwein, sagt man, wenn kälter, ich sage jetzt mal zwischen 11 und 13 Grad. Der Rotwein, der soll Zimmertemperatur haben, also so 18 Grad Zimmertemperatur soll der Rotwein haben. Also der Weißwein generell kälter. Ich sage jetzt, ich würde mal da empfehlen, 11 bis 12 Grad. 11 bis plus. 12 Grad, okay. Wie lange können Sie diese Weine lagern? Ja, ich gehe mal davon aus, dass sie ganz schön Säure haben. Die Säure ist ja das Herzstück des Weines, also die ist für die Haltbarkeit des Weines zuständig. Ich sage jetzt mal 2 bis 3 Jahre. 2 bis 3 Jahre, ja. Ist schon. Ja. Okay. Also sie werden nicht 100 Jahre alt, definitiv nicht. Ne? Ja. Es gibt ja also mal große Weingüter wie in Würzburg, die haben ja Weine, die sind ja 300 Jahre alt. Aber da haben sie nur ein paar Boxbeutel, also ein paar Flaschen, probieren sie aber alle ein paar Jahre mal und sagen, sie sind immer noch gut. Aber wir haben es nicht. Was sind die nächsten Schritte nach dem Sammeln der Trauben? Wir fahren jetzt heim. Also kommt es am Maischewau und dann fahren wir heim und tun das auf die Presse, die Weinpresse. Und dann tun wir die Presse anschalten und dann kommt der Saft raus. Okay. Das meinen Sie jetzt mit der Frage? Oder? Ja. Ja. Das jetzt erst einmal überprüfen, ob die Presse zu ist. Weil nämlich, wenn die Presse auf ist, dann fällt das ganze Lese gut in die Wanne rein. Und das wollen wir nicht. Ne? Dann machen wir jetzt erst einmal, überprüfen nochmal, ob alles zu ist. Ist jetzt in dem Fall zu. Und dann ist entscheidend hier, das muss auch auf sein. Weil da kommt so viel Druck dann zustande, dass es den Laubfelbe drin, eine Schnecke, und die bringen dann die ganzen Trauben her zu der Quetsche und von der Quetsche aus geht es dann rein in die Presse. Zucker wird in Alkohol umgewandelt durch die Hefebakterien und tut sich wirklich extrem viel. Es schäumt. Ja. Ja, das ist Geschichte. Das ist die Geschichte. Das war früher. Ganz am Anfang. Früher ganz am Anfang. Das ist über Jahrhunderte so gegangen. Also mit dieser Presse hat mein Vater und mein Großvater noch gearbeitet, vor allem mein Opa.
Da sind 500-600 Liter Maische reingegangen und dann musste gepresst werden. Und mit Hand, also ist mit Übersetzung gegangen, aber es war dann eine sehr schwierige Arbeit, über 2-3 Stunden. Und dann musste es wieder aufgelockert werden und dann noch einmal draufgegeben werden. Also es war langwierig. Und diese Zeit als, ja, als Ausstellungsstück, oder wie kann man auch immer sagen, wir werden sie verkaufen, aber sie bleibt da, genutzt wird sie nicht mehr. Okay.